Hallo, liebe Freunde, ich glaube, mein Livestream ist jetzt online. Ich bitte mal um Rückmeldung, ob das tatsächlich so ist. Ich möchte mal ganz spontan einen Livestream machen. Ich habe schon lange nichts mehr gemacht hier im Internet. Also mindestens, naja, das ist ja, man wird ja gar nicht wahrgenommen, wenn man nicht Videos macht. Ne? Das ist das Hauptthema, dass man nicht wahrgenommen wird, wenn man nicht Videos macht. Und das ist auch ganz gut manchmal. Denn wer will denn eigentlich in dieser heutigen Stimmung überhaupt wahrgenommen werden? Zumindest von diversen komischen Leuten möchte man eigentlich gar nicht wahrgenommen werden. Deswegen tauchen ja so viele unter. Ja, Rustag ist der Erste, der sich hier meldet. Klasse, ja. Schade. Ja, ich habe eigentlich gar kein Thema. Ich müsste mich total aufraffen, hier irgendwie ein Thema zusammenzusuchen. Aber ich habe eine Zuschrift gekriegt und da dachte ich mir, ich habe die Zuschrift gerade beantwortet und da dachte ich mir, meine Güte, jetzt machst du halt mal ein Video. So, und das ist jetzt meine Einladung. Vielleicht kriege ich ja dann wieder Lust, Videos zu machen. Ich habe eigentlich keine Lust. So, also jedenfalls hat mir hier jemand geschrieben, machen Sie noch YouTube-Videos, weil lange nichts mehr von Ihnen kam. Gut, gleich kommt dazu noch eine Antwort. Haben Sie das Buch At Our Wit's End von Woodley of Many und Dutton gelesen? Also das sind so zwei englische, sehr junge Intelligenzforscher, die mir sehr gefallen. Die haben ja auch einen tollen, haben beide einen YouTube-Kanal, den ich verfolge. Ne? Woodley of Many und Dutton. Dieser Woodley of Many, der macht immer so ganz englischen, trockenen Humor, den ich nicht verstehe. Ich verstehe auch die ganze englische Aussprache von diesen beiden Leuten gar nicht. Deswegen fällt es mir sehr schwer, denen zu folgen. Aber ich glaube, sie sind beide sehr folgenswert. Und wer gut Englisch kann, der sollte sich ruhig ihren Kanal regelmäßig anschauen. Ich kann einfach von der Sprache her nicht folgen. So, was denken Sie über heutige deutsche Kultur? Ne, das ist mir zu allgemein. Wir kommen noch auf allgemeine, ihr könnt ja Fragen stellen, aber ich möchte eigentlich möglichst spezielle Sachen hier behandeln. Diese ganzen allgemeine Gelaber, da muss ich, was soll man denn darüber noch sagen? Es gibt, ja, nee, da will ich jetzt keine, verbasselt einem ja nur die Stimmung. So, möglichst aufbauende Fragen stellen, nicht hier irgendwie ätzendes Zeug. So, also, genau. Und jetzt kommt aber, hat aber eine sehr interessante Frage gestellt hier in der Zuschrift. Ja, das ist ja die Frage schon. Haben Sie das Buch At Our Wit's End gelesen? Nein, habe ich nicht. Darin vertreten diese Autoren die Hauptthese von Schwinglers Kulturzyklen und versuchen diese über die Zusammenhänge der Intelligenz zu stützen. Also, der Herr Spengler, Oswald Spengler, Untergang des Abendlandes, der hat gesagt, alle großen Hochkulturen der Menschheit haben eine Jugendzeit gehabt, eine Blütezeit, ein Erwachsenenalter und haben dann eine Spätphase gehabt und sind untergegangen. Also Oswald Spengler halte ich für widerlegt, denn es gibt Völker, ich bin da eher auf Seiten anderer Philosophen des 20. Jahrhunderts, die sagen, dass es eine potenzielle Unsterblichkeit der Völker gibt. Ja, das ist der Gedanke von August Weismann, dass es potenziell unsterbliche Lebewesen gibt. Das ist kein Gedanke, sondern es ist eine Wirklichkeit. Davon redet die Biologie ja ständig. Also die Einzeller sind potenziell unsterblich und unsere Keimzellen sind ebenfalls potenziell unsterblich und denen stehen die sterblichen Zellen in unserem Körper gegenüber über die Somazellen. Das zieht sich durch das gesamte Reich der Organismen. Und das wird von gewissen Philosophen im 20. Jahrhundert auch auf Völker bezogen, wo die nämlich sagen, also Völker unterliegen nicht dem Todismus, sondern sind potenziell unsterblich. Und ich glaube, das ist sehr leicht nachweisbar. Man braucht sich nur die Buschleute in Südafrika angucken. Die haben eine kulturelle, sprachliche und genetische Kontinuität, die 200.000 Jahre alt ist. Und man braucht sich auch nur die Chinesen angucken, die haben eine sprachliche, kulturelle und genetische Kontinuität, die sicherlich bis tief in die Bronzezeit zurückgeht. Und das Gleiche gilt für die Indogermanen, die auch eine sprachliche, kulturelle und genetische Kontinuität aufweisen, wie wir heute wissen, erst seit wenigen Jahren. Das ist auch ein Volk, was seine potenzielle Unsterblichkeit bislang aufgezeigt hat, trotz all den Höhen und Tiefen, die es in der Geschichte der Indogermanen immer wieder gegeben hat. Aber noch ist es am Leben. Ja, freut mich ja. Lauter wache Leute sind auch sehr früh wach hier am Morgen. Naja, 11 Uhr ist ja nicht
Also ich begrüße Sandra Buch, ich freue mich über Rustag. Stellt ruhig mal wieder Fragen. Ich muss mal wieder so ein bisschen reinkommen in diese Videoproduktion, weil ich da lange nichts mitgemacht habe. Und ich halte diese ganze Videosache auch für ein zweischneidiges Schwert. Man kann da leicht, also das kann viel bewirken, Videos, das weiß ich ja. Man kriegt sofort hier Rückmeldungen. Aber wenn ich was schreibe, ich habe jetzt viele Wochen, viele Monate immer wieder Blogartikel geschrieben, da gibt es keinen Kommentar, nichts. Auch auf Facebook ganz wenige Leute, die mir da folgen. Ich finde das geschriebene Wort mindestens genauso wichtig wie das gesprochene Wort, Freunde. Gut, aber ich will hier ja keine Moralpredigten halten. Gut, ja überhaupt, dieses ganze YouTube, ich weiß noch nicht, wie man da richtig mit umgehen soll. Was hältst du von den 12 Millionen Jahre alten Funden im Allgäu? Welcher Beweis, dass sich der aufrechte Gang hier entwickelt hat und nicht in Afrika? Ja, das sind so Sachen, ich glaube, hatten wir darüber schon geschrieben. Ich hatte da mit jemandem schon drüber geschrieben. 12 Millionen Jahre alt. Ja, es ist spannend. Es gibt auch Leute, die tatsächlich diese These vertreten. Aber ich hatte das, ich bin jetzt nicht drin im Thema, aber ich hatte das schon mit jemandem diskutiert und ich habe mir das auch angeguckt. Ja, aber ich hatte mit jemandem drüber geschrieben. Ja, es ist ganz interessant, dass so patriotisch gesonnene Leute, deutschbewusste Leute, dass die diese regionale Evolution sehr befürworten. Die Wissenschaft spricht im Allgemeinen dagegen. Es gibt immer wieder neue Hinweise, dass wir regionale Evolution auch hatten hier in Europa. Aber der große Trend, ne, also die Neandertaler hat es hier in Europa gegeben. Es ist immer wieder in Afrika, ist was Neues entstanden und das hat sich dann über die Erde ausgebreitet. Der aufrechte Gang vor 12 Millionen Jahren, ja, das ist ja alles sehr spekulativ, was vor 12 Millionen Jahren war. Also wir wissen, dass sich der menschliche Zweig des Artenstammbaumes, also dort, wo sich Schimpanse und Mensch getrennt haben, die Schimpansen laufen nicht aufrecht. Die haben so einen Knöchelgang. Manchmal können sie aufrecht gehen. Das ist ganz interessant. Das ist ein Riesenthema. Boah. Ich war ganz woanders gerade. Also die Schimpansen können zum Teil aufrecht gehen. Das ist ganz spannend. Können auf zwei Beinen gehen, wenn sie müssen und so weiter. Und auch im Wasser können sie stehen auf zwei Beinen. Das ist sehr interessant. Aber die Schimpansen sind ja erst 4,5 Millionen Jahre alt. Und von denen, das sind unsere nächsten Verwandten. Und wir sind in Afrika evoluiert. Da gibt es eben die meisten. Es gibt nur in Afrika Frühmenschenfunde von Australopithecus und so weiter. Ne? Die Australopithekinen, die von 4 Millionen Jahre alt sind die. Und die haben bis 1,5 Millionen Jahre vor heute haben die in Afrika gelebt. Und parallel zu ihnen haben sich dann modernere Menschenformen evoluiert, ne? Der Homo habilis. Und aus dem Homo habilis hat sich dann der Homo erectus evoluiert und sind ja beides aufrechtgehende, zweibeinige Wesen gewesen. Und die haben auch ein größeres Gehirn schon gehabt. Also der Australopithecus hatte eine Gehirngröße wie der Schimpanse. Also das ist in Afrika alles passiert. Also was in Europa parallel passiert ist vor 12 Millionen Jahren, ist für die Humanevolution, da gibt es überhaupt keine Hinweise, dass es zwischen 12 Millionen Jahren und ja bis zum Auftreten des Homo erectus müsste es ja Zwischenstufen geben, um jetzt zu sagen, dass der aufrechte Gang in Europa evoluiert ist. Aber das ist, weiß nicht, das ist sehr weit weg von der Wissenschaft, sehr weit weg von allem, was wir heute wissen, wenn man solche Thesen verfolgt. Es bringt auch nicht viel, also weil wir wissen, wir stammen aus Afrika und es ist eben sehr viel Evolution passiert und das ist ja das Aufregende, was wir heute erleben. Hier gibt es einige, die sehr begeistert sind, das freut mich sehr, ja. Das kann mich dann auch wieder dazu verleiten, Videos zu machen oder Livestream. Ja, gut, und dann gibt es immer Leute, die... ja, hier laufen zu viele Diskussionen querbeet, das weiß ich jetzt noch nicht, wie ich hier... Also wie gesagt, der Mensch ist entstanden vor 200.000 Jahren in Afrika. Das ist alles super, super abgesichert. Da brauchen wir, will ich gar nicht viel drüber diskutieren. Und vor 200.000 Jahren haben in Afrika Menschen gelebt, die so ähnlich gelebt haben und so ähnliche Menschen waren wie die Buschleute heute. Von denen wir sagen, man kann ungefähr sagen, dass wir von so einem Menschentypen abstammen, wie die Buschleute oder wie die Pygmäen, die in Zentralafrika leben.
Und dann ist ja der früheste Menschentyp, der aus Afrika ausgewandert ist, das sind ja diese Negroiden, die sind ja dann bis Australien gewandert. Das sind so alles die ursprünglichsten Menschen, von denen stammen wir ab. Ja, und da musste natürlich ganz viel Evolution innerhalb von 100.000 Jahren passieren, dass so unterschiedliche Menschentypen entstehen konnten, wie heute noch in Papua-Neuguinea leben oder in Afrika oder in Australien, die Ureinwohner jeweils, und andererseits so total abgeleitete oder neu entstandene Völker wie eben in Ostasien oder in Nordeuropa. Es gibt eine neue Studie, sagt hier Rustag, welche besagt, dass Afrikaner Vorfahren einer unbekannten Menschenart in sich tragen. Richtig. Würden wir von denen auch abstammen, müsste man doch auch bei uns diese Gene finden. Ja, Rustag, der hat immer so ein bisschen was aufgeschnappt, aber man muss sich ein bisschen gründlicher da einarbeiten. Ja, also das ist jetzt folgendes Jahr. Das ist vor ein paar Tagen oder vor einer Woche oder vor zwei, drei Wochen veröffentlicht worden. Die finden ja im Genom ständig archaische Genombestandteile. Ne? Also in Papua-Neuguinea, die Leute, die haben Denisova-Gene in sich. Und zwar nicht wenig. Ja? Und man hat ja ich habe ja da einen Artikel drüber geschrieben, der älteste Europäer ist ein Banater, also im Banat, im westlichen Siebenbürgen, hat man in einer Höhle einen der ältesten Menschen, anatomisch modernen Menschen in Europa gefunden. Und der hat 12% Neandertaler-Gene in sich gehabt. Da habe ich einen Blogartikel drüber geschrieben. So, also die haben sich alle irgendwann mal mit ursprünglicheren Menschenformen vermischt. Und das ist jetzt das Allerspannendste, dass in Afrika, da hat es eine Mosaikevolution gegeben. Also die Schädelfunde zeigen, die Schädelfunde zeigen, dass, oh Gott, hallo, mein Computer macht gar nicht mehr mit, ich sehe mich ja gar nicht. Also die Schädelfunde zeigen, in Nordafrika sind Schädel evoluiert, die haben moderne und archaische Merkmale gehabt. Und Mr. Peace Love, das weiß ich nicht, hier sind so viele Leute, die ich eigentlich nicht kenne. Ja? Deswegen, gut, keine Ahnung. So, jedenfalls weiter. Also in Nordafrika sind Menschenformen evoluiert vor 200 oder vor 300.000 Jahren. Die haben sowohl sehr moderne Schädelmerkmale gehabt und kombiniert mit sehr archaischen Schädelmerkmalen. Und vor 300.000 Jahren sind genau in Ostafrika auch Menschen evoluiert mit sehr modernen und mit sehr archaischen Schädelmerkmalen. Und man weiß jetzt noch nicht, man kann das jetzt noch nicht der Genetik zuordnen. Also natürlich haben die sich miteinander auch wieder vermischt. Und dann haben sie sich aber wieder, also Evolution findet vor allem dadurch statt, dass sich Populationsgruppen isoliert weiterentwickeln. Ne? Also das ist ganz wesentlich, das wird eben vom Mainstream heute durch Rhetorik verwischt, ja, dass es nicht nur Vermischung gibt, sondern eben auch Nicht-Vermischung. Also dass sich, also eigentlich kann Neues nur dadurch entstehen, dass wenn mal Vermischung stattgefunden hat, dass diese Population, die dabei entstanden ist, sich danach nicht mehr weiter vermischt und dann weiter evoluiert und dann kommt es zum Fortschritt. So, deshalb kann man auch archaische Gene, die nicht vom anatomisch modernen Menschen stammen oder die vom Neandertaler stammen, auch in Afrika finden. Habe ich das gut erklärt? Eine andere Studie sagt, dass Afrikaner auch Neandertaler-Gene in sich tragen. Können die Gene vielleicht von der afrikanischen Variante der, ja, diese Haplogruppen, weiß ich nicht, aber ja, es ist alles, man weiß ja, dass Neandertaler auch im heutigen Israel gelebt haben. Und da können sich die Neandertaler-Gene auch nach Afrika ausgebreitet haben. Es kann aber auch sein, es hat ja, die Schwarzafrikaner tragen einen ganz kleinen Anteil europäischer Gene in sich, schon bei ihrer Ethnogenese. Da habe ich auch einen Blogartikel drüber geschrieben, aber mein Blog liest ja keiner, deswegen muss ich es hier erzählen. Also das ist schon vor ein paar Jahren veröffentlicht worden, dass alle Afrikaner, alle Ackerbauern in Afrika tragen außerafrikanische Gene in sich. Und jetzt ist die Frage, sind die Neandertaler-Gene über diesen Weg nach Afrika gekommen oder sind sie schon früher da? Also da ist eben viel passiert. Das sind aber eher so Details, die nicht das allgemeine Bild besonders stark verändern. Sind die Deutschen eine andere Rasse aus Hyperboreern? Naja.
Ja, jetzt ist mal langsam gut hier. Guten Tag. Nee, also eine allgemeine Fragebeantwortung wollte ich heute nicht machen. Genau, den Blog müsste eigentlich, ich finde, ich meine, da es nicht sehr viel deutschsprachige Wissenschaftsvermittlung gibt über den aktuellen Stand der Forschung, ich würde es ja gerne anders sagen, ja, aber dann müsst ihr einfach meinen Blog lesen. Also gerade Rustag, wenn du auf dem Stand sein willst, lies bitte einfach gründlich mal eine ganze Menge Blogartikel durch. Also das bringt tausendmal mehr als so allgemein so die Informationen aufsammeln. Man muss sich schon mal gründlicher in bestimmte Sachen einarbeiten. Gut, so, jetzt kommt allgemeiner Schrottgelaber da im Chat. Das ist ja scheinbar nicht zu vermeiden. So, also ich will jetzt mal wieder zurückkommen zur Intelligenzevolution, ne? Das ist nämlich die Frage gewesen, die mir hier einer zugeschrieben hat. Ein Florian heißt er mit Vornamen. Ich will ihm auch noch per E-Mail antworten. Und den Text, den ich jetzt hier als E-Mail ihm gerade schon geschrieben habe, dann kam mir zum Schluss der Gedanke, okay, mache ich halt mal ein Video drüber. Den lese ich jetzt mal vor. Also, zu diesem Buch von Etze Witzend. Ach so, und dazu wollte ich erst noch mal vorlesen, was der Herr Volkmar Weiß dazu gesagt hat. Wir sind jetzt wieder bei Intelligenzevolution, ne? Also, das spielt ja alles irgendwie ineinander über. Vor zig Jahren war dein Blog der erste, wo ich Informationen über genetische Zusammensetzung der trichterfischer Kultur gefunden habe. Ganz genau. Ja, ich weiß es. Also ich weiß ja, ich freue mich ja immer, wenn ich Leute finde, die Ähnliches machen wie ich, aber ich weiß, dass ich da ganz wenig finde. Also immer in Bezug auf deutschsprachige Sachen gesagt, ne? Also zum Beispiel Andreas von der Acht, der ja gute Bücher schreibt, mit dem ich ja zusammen studiert habe in Mainz und der auch genauso von der traditionellen Anthropologie herkommt wie ich, eigentlich noch viel mehr. Der Andreas, der hat sich lange Zeit geweigert, anzuerkennen, dass die Archäogenetik überhaupt sinnvolle Ergebnisse hervorbringen kann. Ja, da war ich lange Zeit schon viel offener und er hat sich bis heute nicht, meines Wissens, nicht ordentlich zur Archäogenetik geäußert öffentlich. Und dabei ist da ein Riesenthema, da könnte man, ich sage ja, das passiert alles nur auf meinem Blog. Also ich weiß keinen anderen deutschsprachigen Blogautor, der das so gründlich bearbeitet wie ich. Tut mir leid. Also es gibt niemand anderen. Es gibt niemand anderen. Das ist traurig, finde ich. Das finde ich hochgradig traurig. So. Gut. Aber jetzt zurück. Also ich will jetzt hier diesen Brief beantworten, diese Zuschrift beantworten von dem Florian. Und nachher komme ich nochmal auf ein paar Kommentare, die in den letzten Wochen und Monaten so hier auf meinem YouTube-Kanal so geschrieben wurden. Einfach um hier mal was von mir zum Besten gegeben zu haben. Ja, also Sandra Buhl ist so total begeistert. So gibt es einige. Das freut mich, wenn jemand richtig, richtig begeistert ist. Ich bin ja auch, ich meine, ich bin genauso davon begeistert. Also es ist ja nicht so, dass sonst könnte man ja nicht. Also und ich finde auch, ja, es gibt viele Videos, die Wissenschaft vermitteln, auch in deutscher Sprache, die sind nicht gut. Es tut mir leid. Und im Grunde kann man sich an mich wenden, wenn man Max-Planck-Gesellschaft ist? Ich glaube, ich kann euch da besser die Wissenschaft vermitteln, als das manche andere da machen. Aber ich will ja nicht so viel polemisieren. So, also, wir waren jetzt bei dem Thema, also das Buch heißt Etze Witzend. Es ist ganz neu erschienen, also die Autoren sind sicher gut. Etze Witzend. Es gibt noch einen David Becker auf Facebook, dem könnt ihr folgen. David Becker auf Facebook, den habe ich auch erst vor kurzem entdeckt oder vor ein paar Monaten. Der macht Intelligenzforschung in Chemnitz an der Universität Chemnitz am Lehrstuhl von Heiner Rindermann, wenn ich das richtig verstanden habe. Und der macht Spaß, der ist auch ein fröhlicher Mensch. Er ist noch jünger als ich, macht aber keine Videos, aber trotzdem sein Facebook kann man gerne folgen. Da ist man immer mit dem neuesten Forschungsstand konfrontiert. Und da sammeln sich auch Leute, die mit der neuesten Forschung sich sehr gut auskennen, wo man also wirklich saftige inhaltliche Diskussionen führen kann. Es gibt auch eine Facebook-Gruppe, die ich gerne empfehlen möchte, die heißt DNA-Genealogie auf Deutsch. Da bin ich Mitglied geworden und ich war total baff, wie viele Leute es da schon gibt, die sich sehr, sehr gut mit dieser ganzen sowohl Ancient-DNA-Forschung auskennen, wie eben vor allem dieser DNA-Genealogie, also wenn man seine Gene sequenzieren lässt und wie werte ich diese Daten aus, die sind da viel besser als ich. Also wer sich da noch weiter kundig machen will, der muss einfach mal in dieser Facebook-Gruppe Mitglied werden und da sieht man dann, dass das langsam ein Mainstream-Thema wird und dass ich nicht mehr der Einzige bin, der sich damit auskennt. Beziehungsweise, dass es wirklich Leute gibt, die sich da zum Teil schon wesentlich besser auskennen als ich.
In Deutschland, immer in Bezug auf Deutschland gesagt. Out of Africa-Theorie wurde nicht widerlegt, aber daran ist es jetzt nicht mein Thema. So, also mein Thema ist jetzt die Intelligenz-Evolution des Menschen und das eben seit letztlich Francis Galton, seitdem man weiß, dass die Evolution, dass die Intelligenz angeboren ist, weiß man eben auch, dass Intelligenz evoluiert sein muss. Und da gibt es eben jetzt dieses Buch und dazu schreibt der Herr Volkmar Weiß. Volkmar Weiß sollte euch ein Begriff sein. Das ist ein Intelligenzforscher, einer der wenigen deutschen Intelligenzforscher. Und der hat Intelligenzforschung in der DDR gemacht. Mit Volkmar Weiß kann man sich in Verbindung setzen. Ich habe gelegentlich E-Mail-Kontakt mit ihm. Wenn man, also der ist ein sehr reger Kopf. Und genau, und egal jetzt. Aber und der hat am 23. November 2019 auf Amazon, also Amazon, ich kaufe nichts mehr bei Amazon. Ich habe noch ein paar Geschenkgutscheine hier gekriegt von Amazon, aber selber gebe ich kein Geld mehr auf Amazon aus. Also was der Bezos alles, was man da in den Nachrichten liest, das ist ja, also da wird einem ja speiübel. Aber Amazon als Seite ist klasse, ne? Diese ganzen Amazon-Rezensionen finde ich klasse, die Möglichkeiten, die da einem geboten sind. Aber da sollte man kein Geld lassen. Also Amazon ist ja widerlich praktisch. Zahlen keine Steuern und so, und der schreibt jetzt, Volkmar Weiß schreibt über dieses Buch, dass es nämlich einen deutschen Physiker gegeben hat, den kannte ich überhaupt nicht, der heißt Eckhard Knaul. Und der hat von 1921 bis 2002 gelebt und der hat ein Buch geschrieben, Rom, Weltmacht, biologisch gesteuert. 1977, das muss ich mir echt mal anschauen. Das ist auch in Englisch übersetzt worden. Aber leider haben diese beiden, Dutton and Woolley of Many, dieses Buch nicht gemerkt, dass es dieses Buch gibt. Darauf weist er hin. Und das finde ich schön. Und dann hat er noch ein zweites Buch geschrieben, 1985. Ich auch nicht. Ich wusste nicht, dass es diesen Autor gibt. Ein zweites Buch, das heißt Das biologische Massenwirkungsgesetz, Ursache von Aufstieg und Untergang der Kulturen. Also da hört man schon durch, das ist das gleiche Thema wie das, was hier dieser Woolley und Many und alle heißen da, diese beiden Datten behandeln eben, dass man anhand der Intelligenzforschung sagen kann, dass Völker eben eine Jugendphase haben, eine Blütephase und dann mehr oder weniger zwangsläufig untergehen. Kulturen, Hochkulturen. Wobei ich sage, das ist bei den Ostasiaten einfach nicht feststellbar. Also ich muss mir das Buch mal angucken, aber bei den Ostasiaten sehe ich nicht, dass die mal einen höheren IQ hatten und dann einen niedrigeren IQ, sondern, aber sag mal, der Grundgedanke ist der, dass früher auf den Dörfern, das hat Volkmar Weiß übrigens auch sehr, sehr intensiv erforscht und genauso ich und genauso Andreas von der Ach, also durch die Sozialgeschichte wissen wir, dass früher und Demografie, die historische Demografie, wissen wir eigentlich deutschlandweit und europaweit, haben auf den Dörfern früher, und auf den Dörfern hat früher Demografie stattgefunden, in den Städten nicht, sondern wir stammen alle von kinderreichen Familien auf den Dörfern ab. Und die kinderreichen Familien auf den Dörfern, früher in traditionellen Agrargesellschaften, da haben immer die reichsten Bauern die meisten Kinder. Und das ist Intelligenzevolution, das ist Eugenik. Ja, dass eben wer reich ist, der hat, davon kann man in der Regel ausgehen, auch auf dem Dorf, wer reich ist, der hat einen höheren IQ. Und deswegen war das immer eugenisch, also Gene, die einen höheren IQ mit sich gebracht haben, die haben sich ausgebreitet in der Population, während die Bevölkerungsschichten, die niedrigeren IQ hatten, die auch ärmer waren, auf den Dörfern, die hatten wenig Kinder. Das liegt meistens am Heiratsalter der Frau, ne? Reiche Bauern konnten sich junge Frauen heiraten. Und wenn man eine Frau mit 20 Jahren anfängt, ihre Kinder zu kriegen, dann, und wenn keine Verhütung stattfindet, was ja durch die Kirche verboten war, dann kommen 8 oder 10 oder 15 Kinder auf die Welt. Und das ist natürlich das ist natürlich für die Evolution gefundenes Fressen. Damit kann natürlich der IQ über die Generationen immer höher werden. Dysgenisch ist zum Beispiel, wenn die ganzen Intelligenzeliten in die Klöster gegangen sind. Ne? Frauen sind Nonnen geworden im Mittelalter und Männer sind Mönche geworden, die haben zum größten Teil keine Kinder gehabt und das war total dysgenisch. Ne? Und so kann man das alles durchdeklinieren, aber im Grunde sind das alles alte Themen, aber gut, dass ich es hier mal angesprochen habe. So,
Gut, darauf wollte ich nur hinweisen, dass der Volkmar Weiß auf diese Zusammenhänge auch hinweist. Aber wie gesagt, letztlich ist es ein altes Thema. Und ich habe jetzt hier noch dem guten Florian geschrieben. Ich habe es noch gar nicht abgeschickt, aber das mache ich noch. Vielleicht sieht er ja auch noch mal das Video hier. Ja, genau, er hat ja meinen Videokanal auch auf dem Schirm. So, was habe ich ihm denn geschrieben? Vielen Dank für die Zuschrift. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass, ja, egal. Gerne nehme ich, ja, auch egal. Ups, was wollte ich denn? Meine Begeisterung, Videos zu machen, ist gerade nicht sehr groß, aber jetzt ist sie ja schon wieder größer geworden. Das lasse ich mal auch alles weg. Ja, was mir ein bisschen wesentlich ist, man kann durch Videos sehr leicht provozieren und die ganzen Sperrungen, die man auf YouTube und anderswo erlebt, die beruhen darauf, dass man eben mit bestimmten gedanklichen Konzepten sehr leicht provozieren kann. Und mir liegt nicht so sehr daran, zu viel zu provozieren. Ganz ehrlich, ich will es nicht. Also in der heutigen Stimmung, in der heutigen öffentlichen Stimmung, bringen diese Provokationen nichts, weil diese ganzen Provokationen führen sofort zum Gesprächsabbruch und führen auch nicht dazu, dass man ergebnisoffen weiterdenkt, der Einzelne. Ja, weil man total emotional überflutet ist von Reflexen, die im Mainstream ständig wacherhalten werden. Und man kann, es gibt eine alternative Öffentlichkeit, das sind die Leute, die meistens hier auf meinem Videokanal zuhören, aber die reichen nicht, um irgendwas in der Öffentlichkeit zu bewirken. Das sieht man ja ganz offensichtlich. Also, das ist ja offensichtlich, da muss ich ja nichts zu sagen. Und ich halte es für sehr wesentlich, nicht zu provozieren mit meinem Videokanal. Ich will das wirklich versuchen, nicht zu machen. Keine Ahnung, ob einem das gelingt, weil ich mit sogenannten, also weil ich mit Leuten, die von moderner Wissenschaft sowohl politisch links wie rechts eingestellte noch nicht sich ordentlich kundig gemacht haben, weil ich mit denen im Gespräch bleiben will. Ich will da niemanden, will da nie, nirgendwo Reflexe hervorrufen, die dann sagen, oh, ein Nazi, will ich nichts von hören. Oder ich hatte neulich den Gedanken, ich wollte ein Video machen. Warum hat Karl Marx recht? Warum hat Karl Marx recht? Weil das die Zielgruppe ist, die wir allmählich erreichen müssen. Das ist ja Quatsch, ständig diese. Das ist ja ganz bewusst gemacht, dass die Linken gegen die Rechten, dass das eine unglaubliche Polarisierung gibt in unserem Volk und dass diese Polarisierung überhaupt nicht mehr, dass die überhaupt nicht mehr unterlaufen werden kann. Ja, jeder hat auch seine eigene Gesprächsblase. Die AfD hält Reden im Bundestag, da lachen die Linken nur drüber. Und die Linken halten Reden, da lachen die AfD noch drüber. Wie soll man denn da noch, das ist doch keine Bürgergesellschaft mehr. Das ist doch Quatsch. Das ist doch alles nur Quatsch. Und das ist natürlich bewusst so herbeigeführt. Und ich finde, alles, was diese Polarisierung befördert und aufrechterhält, ist schädlich. Also ich möchte möglichst sachliche Dinge behandeln und möchte nicht provozieren. Das ist meine Zielsetzung, so zur Zeit. Früher habe ich gerne provoziert, aber das Provozieren bringt nichts. So, also, so, und ich, ja, und ich würde zum Beispiel gerne ein Video machen, mache ich vielleicht noch, warum hat Karl Marx recht oder in welcher Hinsicht hat Karl Marx recht gehabt? Der Karl Marx hat recht gehabt mit der mit seiner Mehrwerttheorie, dass nämlich wie heißt denn das? Also, dass diese Ausbeutung, die er analysiert hat, da hat er Karl Marx vollkommen recht gehabt. Und darüber kann man reden. Da redet noch nicht mal die Sarah Wagenknecht drüber. Die hat das nicht auf der Sachebene. Es soll nicht durchdacht werden, dass diese Ausbeutung ja stattfindet. Also diese riesengroße Ungleichverteilung von Reichtum heute in der Welt, das ist ganz, kann man mit der ganz klassischen Mehrwerttheorie von Karl Marx ganz klar analysieren. Aber warum wird das nicht getan? Frage ich mich, was soll das? Und der Karl Marx, ich habe das recherchiert schon vor 10 oder mehr oder 10 Jahren, der Karl Marx hat ja seine Mehrwerttheorie und seine Theorie der Ausbeutung, hat er ja auch nur von anderen Sozialökonomen, von englischen Sozialökonomen geklaut oder er hat es einfach übernommen, die das schon analysiert hatten. Es ist also kein Gedanke von Karl Marx. Aber darüber muss geredet werden und darüber redet noch nicht mal die Linke. Daran merkt man, wie wir alle verblödet werden. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass wir uns nicht polarisieren lassen.
Ja, aber da kann man, ja, also Flamme des Herrn schreibt hier, das Problem ist, dass es gar nicht mehr an der Wortwahl liegt, ob man provoziert. Die Themen allein sind heute schon Provokationen, da gehören Ihre Themen mit dazu. Nö, ich habe es noch nicht so erlebt. Also ich habe ein Video ist von mir gesperrt worden und so richtig weiß ich den Grund nicht, aber ich habe in dem Video zu flapsig geredet. Ja. Man kann sehr schnell Reaktionen hervorrufen, wo dann gesagt wird, man würde ausgrenzen oder sowas. Da passt bei der AfD kaum einer auf. Vielleicht passt jetzt der Tino Chrupalla auf, dass er nicht provoziert. Mit Themen provoziert man auch, ja. Egal. So, jetzt weiter. Die moderne Wissenschaft bietet so viele Anknüpfungspunkte, anhand deren man die ganze Polarisierung, die es heute in den USA genauso gibt, ja. In den USA, in der ganzen westlichen Welt gibt diese Polarisierung, mit der man diese Polarisierung unterlaufen kann und mit der diese auch von der Sache her früher oder später unterlaufen werden wird, weil sagen wir mal, politisch Linksstehende haben eine viel geringere, insgesamt gesehen, eine viel geringere Distanz gegenüber der Naturwissenschaft als politisch Rechtsstehende. Und das ist auch der Grund, weshalb zurzeit die Mainstream-Wissenschaft, weshalb man da so eine ganz komische Strategie fährt, dass es da dieses komische Dark Web gibt, ne? Dieses intellektuelle Dark Web gibt, wo man dann plötzlich, wo jetzt plötzlich ganz viele Wissenschaftler so tun, als könnten sie an der normalen Universität nicht mehr existieren, hu, und würden ins Abseits abgedrängt. Ja, das würden sie gerne haben, wenn die ganz moderne, ganz normale Wissenschaft in irgendeine abseitige alternative Öffentlichkeit abgeschoben werden könnte. Es ist aber nicht möglich. Also wenn ihnen das gelingt, dann ja, man soll alles für möglich halten, aber ich glaube nicht, dass das, also das sind so Sachen, da steht die Zukunftsfähigkeit moderner Wissensgesellschaften sehr stark auf dem Spiel, wenn man Wissenschaft nicht mehr als Wissenschaft gelten lässt, sondern in irgendwelche abseitigen Ecken abdrängt. Naja, das wird sich, muss ich von der Sache her klären und ich glaube nicht, also wenn man die ganzen, das schreibe ich ja jetzt hier auch, ich will, ja. Ja, na gut, habe ich alles schon gesagt. Also wenn man die Polygenic Score ja, von Intelligenz kennt und der wird ja in den nächsten Jahren bekannt sein, dann kann man das auch an der Hand, dann kann man den Polygenic Score von Intelligenz, so wie man es jetzt ja auch schon für die Hautfarbe, für die Augenfarbe, für die Rohmilchverdauung, Fähigkeit als Erwachsener Rohmilch verdauen zu können, wie man Hautfarbe, Augenfarbe, Haarfarbe, wie man das ja schon weiß von der Archäogenetik, wie die evoluiert ist in Europa, ne? Dass es eben früher dunkelhäutige, blauäugige Menschen in Westeuropa gegeben hat, dass es Blonde in Sibirien gegeben hat, schon vor 15.000 Jahren. Das weiß man ja schon. Und so wird man es auch von der Intelligenz wissen. Da werden wir wissen, welchen Intelligenzquotienten hatten die Jäger und Sammler in Westeuropa, welchen hatten sie in Osteuropa, welchen hatten sie im Mittelmeerraum früher schon. Ich nehme mal sehr stark an, dass sich der Intelligenzquotient, der heute im Mittelmeerraum vorherrschend ist, dass es den schon vor 10.000 Jahren dort gegeben hat, dass dort gar nicht so viel Evolution stattgefunden hat. Und da kann man dann fragen, warum das so ist. Das ist eine ganz wesentliche Frage. Und eine viel wesentlichere Frage ist dann außerdem auch, warum haben die Indogermanen an der mittleren Wolga höchstwahrscheinlich jetzt plötzlich durch die Vermischung von iranischen Bauern und osteuropäischen Jägern und Sammlern, das eine 50-50-Mischung war, warum haben die plötzlich einen höheren IQ gehabt? Was ja eigentlich nicht anders sein kann. Die müssen einen höheren IQ gehabt haben. Und das Gleiche gilt, es ist ganz auffällig, dass sowohl die Europäer, die modernen Mittel- und Nordeuropäer, wie die Ostasiaten, die ja die beiden größten Völkergruppen in der Menschheitsgeschichte sind, die einen hohen IQ haben, dass die entstanden sind aus einer 50-50-Mischung. Bei den Chinesen ist es so gewesen, die Chinesen bestehen genetisch aus Nordasiaten und Südasiaten. Also es gibt eine archaische nordasiatische Völkergruppe, da gibt es noch Vertreter nördlich von Korea, gibt es so ein ganz abgelegen lebendes Fischervolk, was noch diese ursprüngliche Genetik fast rein erhalten hat, die Tschuktschen, glaube ich. Und in Sü und in und auf Taiwan, auf der Insel Taiwan, gibt es die Amri, glaube ich, heißen die. Kann man alles auf meinem Blog nachlesen. Die auch die ursprüngliche südchinesische Genetik rein erhalten haben. Und diese beiden Genetiken, die haben sich irgendwann vor der Bronzezeit oder während der Bronzezeit miteinander vermischt. Und heute haben alle Chinesen
alle Koreaner und alle Japaner zur Hälfte südchinesische Genetik und zur anderen Hälfte nordchinesische Genetik in sich? Das sind wirklich spannende Fragen, lieber Rustak. Das sind die spannenden Fragen, denn da fängt nämlich an, warum kann eine höhere Intelligenzquotient dadurch evoluieren, dass da zwei ganz unterschiedliche Genetiken, also genetische, die jahrtausende lang genetisch unterschiedlich evoluiert sind, dass die da zusammentreffen und plötzlich ist dann scheinbar ein höherer IQ da. Das finde ich eine ganz wesentliche Sache. Also das findet sowohl in Ostasien statt, wie gesagt, im Spätneolithikum oder in der Bronzezeit. Es findet bei der Ethnogenese der Indogermanen statt und sogar bei der Entstehung der aschkenasischen Juden ist exakt das Gleiche passiert. Die haben zur Hälfte europäische Genetik in sich und zur anderen Hälfte ihre jüdische vorderorientalische Genetik in sich. Und auch die haben dadurch, dass zwei sehr unterschiedliche genetische Bestandteile zusammengetroffen sind, haben die einen deutlich höheren IQ als vorher evoluiert. Also das sind so die Fragen, die mich interessieren. Und die gehen weit über das hinaus, was scheinbar auch noch in diesem Buch von den beiden englischen Autoren da wieder mal behandelt ist und was ja schon seit Jahrzehnten behandelt wird. Aber da gibt es immer wieder neue Studien, auch auf Island zum Beispiel ist eine Studie erschienen, wo man eben auch gesehen hat, dass die Intelligenzgene, die man schon vor 5 Jahren kannte, dass die in der Häufigkeit zurückgehen in der Population. Und das ist der Grundgedanke, auch, auf dem auch dieses Buch da beruht von Etze Witzend, ne? Oder wie heißt es? At Our Witzend. So, gut, das wollte ich zu dem Thema sagen und zu der Zuschrift, die ich da bekommen habe. Gut, Rustak kann das nachvollziehen. Er schreibt hier, naja, wenn sich Jäger und Sammler mit Bauern vermischt haben, ist klar, dass der IQ höher wird, weil beide voneinander gelernt haben. Irgendwie so, ganz genau. Es ist aber, Lernen reicht nicht. Da passiert auf der genetischen Ebene was. Also ich stelle mir das ungefähr folgendermaßen vor. Das sieht man ja schon. An der mittleren Wolga, die Archäogenetiker, der David Reich, hat in seinem Labor schon viele sequenziert. Und da findet man an einem ganz bestimmten Zeitpunkt plötzlich Leute, die zur Hälfte iranische Bauerngenetik in sich haben und zur Hälfte osteuropäische Jägersammlergenetik. Zu dieser Zeit, da entstehen diese Mischlinge. Und bei Mischlingen kann man sehr viel, da findet auch sehr viel Selektion statt. Ja, man kann sich zum Beispiel klar machen, wenn heute Ostasiaten und Europäer sich miteinander vermischen, da sehen die Frauen, die Mädchen erscheinen sehr attraktiv oft. Während die Männer, die haben die gleiche Genetik in sich, aber Männer wirken auf andere Menschen, ob sowohl der einen Rasse wie der einen Herkunftsgruppe wie der anderen Herkunftsgruppe nicht sehr attraktiv, sehr häufig. Und da findet dann Selektion statt. Also es finden da ganz neue Selektionsmechanismen statt. Deshalb, weil eben sehr unterschiedliche Genetik aufeinander trifft. Und das wird sehr spannend sein zu erfahren, was da selektiv vorteilhaft war und was selektiv nachteilig war. Das sind eben sogenannte Gründerpopulationen, wo eben dann sehr viel evolutiv passieren kann. Aber was ich eben sehr spannend finde, ist, dass das nicht, es hat sicherlich sehr oft, das wissen wir ja aus der Archäogenetik schon, dass es sehr oft Vermischungen gegeben hat, wenn sich die Völker, also die ackerbauenden Völker haben sich nach Norden ausgebreitet und überall, also die Bandkeramiker tragen ja auch schon Mischlingsgene in sich. Die haben 7% einheimische Genetik in sich. Da hat ja schon Vermischung stattgefunden. Aber es war niemals eine 50-50-Mischung, die dann evolutiv erfolgreich war. Also das sind, ich will das jetzt nicht im Einzelnen aufdröseln, was man da alles an Schlussfolgerungen ziehen kann, aber das sind Sachen im Gange, woran man sieht, dass also 50-50-Mischungen können in bestimmten weltgeschichtlichen Situationen evolutiv hochgradig erfolgreich sein. Aber diese anderen, wo nur 10% sich einmischen oder sowas, da passiert nicht so viel Neues. Da entsteht nicht so viel Neues. Das ist so, scheint sich so anzudeuten. So, Islam will ich jetzt nicht drüber reden. So, jetzt wollte ich aber noch, ich komme dann auch langsam zum Ende. Wie lange habe ich denn hier eigentlich schon? Gibt es hier nur Zeit? 40 Minuten. Gut, ich wollte jetzt noch auf ein paar Kommentare eingehen, die so hier auf meinem YouTube-Kanal in den letzten Wochen und Monaten eingetrudelt sind. Immer wieder war Sandra Buch, die freut sich sehr und das freut mich auch, dass sie sich freut. Wollen wir mal gleich mal ein Herzchen dazu machen. Ich habe ja immer eine Übersicht über alle Videos, die neuesten Kommentare
zu jedem meiner Videos, die öffentlich sind. Das hat keiner meiner Zuschauer. Das ist immer ein bisschen doof. Aber es werden ständig zu irgendwelchen Videos irgendwelche Kommentare geschrieben, die nicht dumm sind. Und es ist eigentlich schade, dass YouTube nicht eine Generalübersicht über alle Kommentare macht. Weil dadurch könnten sich nochmal ganz neue Diskussionen ergeben. Zum Beispiel hier zu meinem Video, die Satanisten, die Vernichtung lebensfroher Völker, hat gestern erst jemand, also eine Clara Wolf, geschrieben: Mir kamen mit Ihnen die Tränen, Herr Bading. Ich habe Sie erst jetzt in diesem Zusammenhang hier entdeckt. Werde mir auch Ihren Blog durchschauen. Danke für Ihre hervorragende Arbeit und Auseinandersetzung. Das ist zum Beispiel ein Thema, mit dem man nicht mehr polarisiert. Ganz eindeutig. Und dieser Kommentar zeigt es mir auch. Und von diesen Themen haben wir viele. Und man muss da einigermaßen vernünftig und ruhig und sachlich mit umgehen. Was soll man noch anders? Denn man muss sich ja auch klar machen, dass die Politiker, die uns heute, auf die man sehr leicht Hass entwickeln kann oder irgendwelche Leute, die uns provozieren, dass die ja selbst durch Folterkeller gegangen sind oft. Ne? Das ist ja das, was die Satanisten machen, dass sie Kinder von Geburt an foltern. Und wenn solche Leute später Politiker werden, dann weiß man ja gar nicht mehr, wie da die Verantwortlichkeit verteilt ist. Sind denn die eigentlich für das verantwortlich, was sie da machen? Die werden sofort, die sind Jahre und Jahrzehnte lang darauf dressiert worden, dass sie umgebracht werden, wenn sie nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollen. Und dass die jetzt so funktionieren, wie sie funktionieren sollen, ist doch sowieso klar. Also, dass sowas auch gar nicht dann in der Politik thematisiert wird von AfD und Co. und so weiter. Dabei ist es im Ministerium, ich weiß gar nicht, in welchem Ministerium jetzt, im Familienministerium sind, ist der rituelle Satanismus als Thema angekommen. Da gibt es Gutachter, gibt es Kommissionen, die sich mit rituellem Satanismus beschäftigt haben inzwischen. Und es gibt auch lange, die kriege ich immer zugeschickt, könnte ich mal ein Video draus machen. Also das ist ein offizielles Thema. In der Bundesregierung ist das Thema angekommen, ritueller Satanismus, wird da thematisiert. So, gut, das war einer der letzten Kommentare. Dann hat mich ein Kommentator, der mal gute, mal schlechte Kommentare schreibt und jetzt auch gerade hier eingetrudelt ist, Herr von Dodenstein, hat mich darauf hingewiesen. Ich habe nämlich mal, ich verwende gerne das Zitat, das verschwammte Herz eines Kosmopoliten ist eine Hütte für niemand. Irgendwann habe ich diesen Satz mal gemacht. Das verschwammte Herz eines Kosmopoliten ist eine Hütte für niemand. Und das habe ich irgendwo mal aufgesammelt. Und ich dachte bisher immer, dass das von dem Freiherrn von und zu Stein stammt, also von dem großen preußischen Reformer. Grüße auch Herrn von Dodenstein. Aber der Herr von Dodenstein weist mich darauf hin, dass dieses Zitat gar nicht von Stein stammt, von dem großen preußischen Reformer und Demokraten und Republikaner, sondern von Johann Gottfried Herder, nämlich aus seinen Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, habe ich mir dann nochmal rausgesucht. Und das ist toll. Und wenn man sich mit Johann Gottfried Herder beschäftigt, das ist ja ein Thema, mit dem ich mich noch nicht so beschäftigt habe, ist auch sehr spannend. Nein, ich glaube nicht, dass die Flüchtlingswelle eine Chance für Europa darstellt, eine evolutionäre, aber irgendeine Bedeutung, ich weiß es nicht. Das ist mir jetzt, weiß ich jetzt nicht. Erst, passt mal auf, Leute, auch Flamme des Herrn. Erstmal sich wirklich tief in die Sache einarbeiten und dann überlegen, welche Schlussfolgerungen könnte das für die Gegenwart und Zukunft haben. Aber solange man nicht auf der Sachebene wirklich gut informiert ist, dann hilft alles Rumstochern in der Gegenwart gar nichts. Ja. So, ja, und dann gibt es die Frau Dr. Regina Peters, die sicher auch diesen Livestream irgendwann sich anschauen wird und dann wieder ihre Kommentare dazu abgeben wird. Und die kann ich mit dem Thema Mathilde Ludendorff sehr provozieren und es auch in einer längeren Kommentarschlacht fiel es mir sehr schwer, sie auf irgendeiner Sachebene herunterzuholen, dass man einfach mal sachlich drüber redet. Ja, es ist eben so, dass man eben feststellen muss, dass eine Fülle von Denkern in früheren Jahrhunderten auf die Juden nicht positiv zu sprechen waren. Das heißt aber nicht, dass man jetzt ihr gesamtes Geisteswerk wegschmeißen kann. Das geht einfach nicht. Ja.
Und es gibt eben, man muss, auch bei Nietzsche, man wird nicht den ganzen Nietzsche jetzt völlig ignorieren wollen, nur weil er sehr viele Sachen geschrieben hat, die einem nicht gefallen. Also man, was eben in früheren Zeiten war, war in früheren Zeiten, und man muss da eben einfach, es bleibt uns gar nichts anderes übrig, sonst kann man aufhören, Geisteswissenschaftler zu sein. Man muss eben feststellen, dass es Leute gibt, die gute Sachen gesagt haben und wenig gute Sachen. Und dann muss man, wenn man da sieht, dass es da weiterführende Sachen gibt, ich finde, das ist einfach, es bleibt keine andere Möglichkeit über, als dass man sich mit den weiterführenden Sachen wirklich auseinandersetzt, auch wenn sie tabuisiert sind. Ja, ich würde da nicht drüber lachen, Herr Rustak. LOL, laughing out loud. Nein, ich finde, die Frau Peters ist ja, ich finde, sie zeigt Interesse. Ich finde, sie zeigt Interesse. Manchmal ist es auch Sachinteresse. Und manchmal kann man sie irgendwie auch zur Sachebene hinüberbringen. Zum Beispiel hat sie hier gefragt, ich nehme mal nur ein Beispiel, auf dem Video weiteres zu den Indogermanen Asiens. Also das ist ein Livestream gewesen. Man verplappert sich bei so Livestreams ganz schön viel, und deswegen hat sie da sehr viele Themen dann gleich ansprechen können. Halte ich für ein Gerücht, dass wir genetisch an das Leben auf Bauernhöfen angepasst sind? Das habe ich eben da im Livestream gesagt, und das sind wir. Und ich habe ja da ganz viel dann Dinge, haben wir uns lang und breit hin und her geschrieben. Ja, dass es eben inzwischen Polygenic Scores gibt darüber, dass wir als Erwachsene Rohmilch verdauen können. Und die sind erst in der Bronzezeit, haben sich die ausgebreitet. Und das ist eine Anpassung an das Leben auf dem Bauernhof. Und dann habe ich mich gewundert, dass Frau Peters gar nicht weiß, scheinbar, dass die Menschen in der Bronzezeit auf Bauernhöfen gelebt haben hier in Europa. Das waren Bauernhöfe, schlicht aus. Punkt. Ja, natürlich gefällt mir Nietzsche. Warum soll einem Nietzsche nicht gefallen? Das ist aber auch eine blöde Frage, oder? Also, kann man ja fragen, gefällt Ihnen Immanuel Kant? Gefällt mir Plato? Gefällt mir Michelangelo? Was soll das? Also, ich meine, das ist die überlieferte Kultur, die wir haben. Ich kann mich doch nicht aus meiner Kultur ausklinken und sagen, nee, mir meine Kultur gefällt mir nicht. Ja, sie weiß einiges nicht, aber gemessen an vielen anderen Leuten weiß sie viel. So. Gut, also ich wollte nur darauf hinweisen. So, ach, ich komme ja gar nicht weiter runter jetzt. Gut, ich glaube, ich habe auch schon mal genug geredet. Gibt es irgendwas, was mir... Ja, ich könnte noch mal auf meinen Blog gehen, und auf meinem Blog passiert das meist und auf Facebook. Ne? Ich schreibe sehr viel, nicht mehr so viel, aber immer mal wieder auf Facebook irgendeinen Beitrag. Und aber noch mehr auf meinen Internetblog. Und der heißt gendeutsch.blogspot.com. Kann ich mal hier reinstellen. Ne? Ich kann nicht oft genug auf diesen Blog hinweisen, denn mir wäre es wirklich wichtiger, dass ihr lest und nicht immer nur auf Videos reagiert. Das ist keine gute Entwicklung insgesamt gesehen. Wenn man so aus den Rückmeldungen das Gefühl kriegt, die meisten Leute können nur auf Videos noch reagieren und auf dass es in dem Bereich des schriftlichen Kommunikation überhaupt keine Wahrnehmung mehr gibt. Ja, tolle Beiträge habe ich da geschrieben. Reagiert kein Mensch drauf. Ne? Ich habe zum Beispiel hier, das ist eher ein provozierender Titel, ja, ich bin da noch sehr hin und her schwanken. Ich habe einen Aufsatz geschrieben, ein Rassekrieg am Ende des europäischen Frühneolithikums. Weil ich eine Sendung von Terra X gesehen habe aus dem Sommer 2019 auf YouTube. Auf YouTube habe ich die Kommentare: War Nietzsche der beste und wichtigste deutsche Philosoph aller Zeiten? Nein. Also der bedeutendste Philosoph, ich habe da gerade auf Facebook auch eine Umfrage gemacht worden unter deutschen Philosophen, die heute an Universitäten lehren, ja, Fachphilosophen. 90%, also in allen Kategorien wird Immanuel Kant als der bedeutendste Philosoph der Weltgeschichte betrachtet, heute noch. Immanuel Kant. Also bleiben wir einfach dabei, Immanuel Kant war der beste und wichtigste deutsche Philosoph aller Zeiten, und nicht nur der deutsche Philosoph, sondern aller Zeiten, und zufälligerweise war es ein Deutscher. So.
Gut, das nur am Rande. So, ich habe also da Terra X hat eine ganz tolle Sendung und in der Sendung wurden einige neue archäogenetische Erkenntnisse vermittelt, die noch nicht publiziert sind, meines Erachtens. Ich habe da keine, mir ist davon nichts bekannt geworden. Nämlich, man hat ja bei dem Band in der Spätzeit der Bandkeramik, der frühesten Bauernkultur Europas, hat man ganz viele Massaker gefunden, Gräber, die an irgendwelchen, von rituell ermordeten Menschen zum Teil. So, und da wusste man lange nicht, wo kommen die her. Und man weiß inzwischen erstens aufgrund chemischer Analysen, die kommen aus Höhenlagen der Mittelgebirge. Und zweitens, genetisch sind sie keine Bandkeramiker, sondern ursprüngliche Jäger und Sammler, westeuropäische Jäger und Sammler. Das heißt, dass es da einen Rassekrieg gegeben hat, also die nennen das Kampf der Kulturen, aber sehr unterschiedliche Menschentypen haben, also die Bauern haben diese einheimischen Indianer, könnte man sie nennen, abgemurkst. Die haben Kriegszüge offensichtlich gemacht in die Mittelgebirge, wo die sich zurückgezogen haben und haben die dann als Gefangene mitgeschleppt und haben die dann rituell massakriert. Und das sind schon. Also Geschichte war nicht immer so friedlich, wie man sich das so vorstellt. Auch in früheren Jahrtausenden nicht. So, und dann, das ist einer meiner neueren Blogbeiträge. So, mein Internet ist langsam. Dann habe ich hier des Urvolks der Indogermanen hat ja die Kukuteni-Tripolje-Kultur gelebt, eine Nachfolgekultur der Bandkeramik, die eine sehr hohe Bevölkerungsdichte hatte, sehr, sehr viel Wohlstand aufgewiesen hat und sehr, sehr reich war. Und die sind dann irgendwann untergegangen und die Nachfolger waren dann Indogermanen. Und das ist sehr genau von der Archäologie analysiert worden, wie dieser Niedergang stattgefunden hat und wann die Genetik, die indogermanische Genetik kam da schon sehr früh dazu. Also fast noch auf der Hochzeit dieser Kukuteni-Tripolje-Kultur kam schon indogermanische Genetik dazu. Und da kann man sich dann gewisse verschiedene Szenarien durchdenken, aufgrund welcher Umstände das so gewesen sein kann. Also vielleicht ungefähr so ähnlich wie die Germanen, als sie das Römische Reich an den Grenzen des Römischen Reiches standen und immer wieder als Föderaten, als Bundesgenossen in das Römische Reich eingegliedert worden sind. Oder ja, es kam jedenfalls dann zu Vermischungen der Germanen mit den romanischen Bevölkerungsteilen. Das ist in der Völkerwanderung auch passiert. Ich werde gerade zufällig auch darauf aufmerksam, dass die Goten, die nach Italien gekommen sind oder nach Spanien, die Ostgoten und die Westgoten, die haben sich schon in der Ukraine und in Russland, haben sich die mit den dortigen damaligen Bewohnern vermischt, mit den Frauen meistens, die Männer mit den Frauen. Und also die Goten, die dann in den Mittelmeerraum eingewandert sind, die waren nicht mehr sozusagen unvermischte Nordgermanen, sondern die waren schon Mischvölker höchstwahrscheinlich. Das finde ich auch eine sehr interessante Erkenntnis. Das haben die Geschichtsschreiber alles gar nicht so notiert, ne? Aber durch die Genetik weiß man es jetzt. Mann, das ist aber jetzt hier eine ganz schöne Kommentarschlacht hier. Sind die heutigen Griechen mit den indogermanischen Hellenen verwandt? Sieht mir nicht so aus. Nein, sind sie nicht. Da gibt es gerade eine Studie, bitte meinen Blog lesen. Über die Römer weiß man es schon. Der indogermanische Anteil der Römer war in der Antike ein anderer. Und der indogermanische genetische Anteil in den Völkern in Mittelitalien ist durch eine neue Studie im letzten Jahr sehr schön aufgearbeitet worden. Und das Gleiche kann man sich ungefähr für Griechenland vorstellen. Das hat geschwankt. Und das spielt eben auch mit rein in die Frage, ob intelligente Menschen kinderreich sind oder nicht. Ne? Ganz offensichtlich waren die Intelligenzeliten in der antiken griechischen Kultur und in der antikrömischen Kultur haben keine Kinder gehabt und sind irgendwann ausgestorben. Und mit ihnen auch die helle Haut- und Augenfarbe. Ja. Genau, die Nordgermanen dort hat am wenigsten Vermischung stattgefunden. Selbst also in Skandinavien hat weniger Vermischung stattgefunden als sogar im Ursprungsraum der Indogermanen. Das muss man sich auch mal klar machen. Das ist alles sehr, sehr interessant.
Hast du schon davon gehört, dass in den amerikanischen Ureinwohnern 25% europäische DNA gefunden wurde? Ja. Das sind die Ancient North European. Das sind die Leute, das ist sehr spannend. Da gibt es einen Wikipedia-Artikel, der heißt Ancient North European. Die sind sehr spannend, diese ganzen Urvölker Europas. Die haben vor 20.000 Jahren in Sibirien gelebt und von denen stammen einerseits zum Teil die osteuropäischen Jäger und Sammler ab und andererseits stammen die Ureinwohner Amerikas von denen ab. Ja. Und was das alles zu bedeuten hat, da kann ich noch nicht so viel zu sagen. Das muss man dann sehen. Und von denen stammen auch die Südchinesen zum Teil ab. Also das sind eben so Urvölker, das weiß man ja, diese Ureinwohner Europas, die haben genetisch zu unterschiedlichen Anteilen in nachfolgenden Völkergruppen ihre genetischen Herkunftsanteil hinterlassen. Ne? Also entweder sind sie ausgestorben oder haben in größeren oder kleineren Anteilen ihre genetische Herkunft an nachfolgende Völker weitergegeben. Und das gilt für diese Ancient North Eurasien auch. Also das ist eine Völkergruppe, da würde man immer gerne wissen, wie sahen die eigentlich aus und sowas, aber das wird in den nächsten Jahren schon bekannt werden. Was mich zum Beispiel was mich noch sehr interessieren würde, ist, die anatolisch-neolithischen Völker sind ja genetisch sehr anders gewesen als die iranisch-neolithischen Völker. Und wir selbst stammen von den iranisch-neolithischen Völkern ja sehr stark ab, weil die eine Rolle gespielt haben bei der Ethnogenese der Indogermanen. Wir stammen nicht ab von den anatolisch-neolithischen Völkern, also auch, aber nicht so großer Anteil, so wie die ursprünglichen Bauernvölker in Europa. Und was unterscheidet die iranisch-neolithische Genetik eigentlich von der anatolisch-neolithischen Genetik? Ich habe da überhaupt keinen blassen Schimmer und ich habe noch nirgendwo gesehen, dass sich darüber überhaupt jemand Gedanken gemacht hat. Die Frage ist ja, durch eine 50-50-Vermischung von westeuropäischen Jägern und Sammlern, warum? Ja, die andere anders gefragt. Warum? Es hat ganz sicher 50-50-Vermischung gegeben zwischen westeuropäischen Jägern und Sammlern und anatolisch-neolithischen Bauern. Hat es gegeben. Also zum Beispiel in Hessen findet man solche. Die haben mindestens 30% einheimische Genetik. Also da hat es 50-50-Vermischung gegeben. Warum ist das nicht genetisch erfolgreich gewesen? Warum sind die ausgestorben? Also das sind ganz, ganz viele Fragen jetzt für die Forschung. Also das hat es gegeben und das hat ja die Archäologie hat das und die traditionelle Anthropologie hat das immer schon. Es gibt ja in Nordamerika hat man ja Speerspitzen gefunden aus der Eiszeit, die völlig den Speerspitzen geglichen haben, die es in Europa gegeben hat. Und ich habe da noch nicht ein zusammenhängendes Bild, und man hat auch die ersten Ureinwohner Amerikas haben auch noch von ihrer physischen Anthropologie her, von den Schädelmerkmalen her, anders ausgesehen als die späteren Ureinwohner Amerikas. Und man weiß noch nicht genau, wie man das erklären soll. Denn genetisch waren die gleich. Also da hat es vielleicht viel Selektion gegeben. Sind alles noch sehr, da gibt es noch, da ist die, das ist halt jetzt die vorderste Front der Forschung und da ist man jetzt noch nicht geklärt. Was wird denn hier alles noch geredet? Waren die Slawen in Schweden? Nein, Thema Slawen will ich jetzt nicht anfangen. Die Slawen ist mir ja noch ein Rätsel. Nee, fange ich jetzt nicht an. So, ich bin auch schon sehr heiser. Ich wollte nur noch darauf hinweisen, wo ein Blogartikel, mit dem ich mir sehr viel Mühe gegeben habe, bis vorgestern noch habe ich an dem Blogartikel geschrieben. Und zwar heißt der, die ältesten Eigendarstellungen der Indogermanen. Und zwar gibt es diese Menhire. Und es gibt zum Beispiel einen Wikipedia-Artikel, der heißt Proto-Indo-European Mythology. Mythology, also die Mythologie der ursprünglichsten Indo-Europäer, Indogermanen, also an der mittleren Wolga. Und da kann man ja sprachlich ganz viel ableiten, was die für mythologische Vorstellungen gehabt haben könnten. Aber die haben auf diesem Wikipedia-Artikel auch eine Grabstele gehabt und da ist ein Indogermane in Eigendarstellung abgebildet. Ja, der hat ganz viele Waffen auf dem Stein drauf, hat ein Gesicht mit so einem hängenden Schnurrbart
Ich finde das unglaublich spannend. Und von diesen Steinen gibt es sehr viele in ganz Europa. Und das bin ich mal alles sehr einzeln durchgegangen und auch ein bisschen von der kunstgeschichtlichen Bedeutung her, denn die haben die Gesichter nicht sehr deutlich dargestellt, also sehr schematisch oder gar nicht in diesen Eigendarstellungen. Und dann kann man sich ja fragen, warum ist das so gewesen? Aber Gesichter sind bis zur Entstehung der Schriftsprache, also seitdem es Schrift gibt, also seit 3200 vor der Zeitrechnung, da wird es selbstverständlich, dass man in der Kunst Gesichter sehr genau und authentisch darstellt. Vorher ist das nur sehr punktuell passiert. Und das finde ich, das sind alles, ich glaube, das hat kunstphilosophisch manche Bedeutung. Was meinst du, wie beziehungsweise warum hat sich die indogermanische Sprache in zwei Teile aufgeteilt? Ja, da ist keine große, das entsteht einfach durch geografische Entfernung, ne? Das Urvolk der Indogermanen, da hat sich ja der eine Teil, übrigens glaube ich, erst 1000 Jahre nach Entstehung der Indogermanen, hat sich der eine Teil, eben hat die Kukulteni-Tripolje-Kultur überlagert oder hat sich mit denen vermischt. Und ein anderer Teil ist dann nach Polen, hoch in die Weichselgegend. Und von dort aus haben sich als Schnurkeramiker und als Glockenmicherkultur dann über ganz Europa ausgebreitet. Das waren die Kentumsprachen. Und zwischenzeitlich haben die Indogermanen, die sich nach Osten ausgebreitet haben, da hat es halt einen Sprachwandel gegeben. Diesen Sprachwandel, der findet ja immer statt. Ich meine, immer wenn sich das ist ja auch innerhalb des germanischen Stammbaums findet ja immer wieder Sprachwandel statt. Ne? Also die letzte Sprachwandel ist die Apfel-Apfel-Grenze. Ne? Also in Norddeutschland sagt man traditionellerweise zum Apfel Appel und in Süddeutschland sagt man Apfel. Ne? So entsteht das. Und wenn jetzt die Norddeutschen, wenn daraus eine große Völkergruppe entsteht, dann hat man eben da die Appel-Leute und unten hat man die Apfel-Leute. Und so ist das mit Satem und Kentum passiert. In Indien heißt 100 Satem und im Lateinischen heißt 100, die Zahl 100, Kentum. Das ist so die berühmte Unterscheidung zwischen den ostindogermanischen Sprachen und den westindogermanischen Sprachen. Hybridrassen sind Untergang der Menschheit, kann man sagen. Also in Südamerika sind sehr viele Hybridvölker entstanden und das hat offensichtlich nicht, Südamerika hat bisher nicht sehr viel zu den kulturellen Errungenschaften, zum Fortschritt der Menschheit beigetragen. Es gibt viele Mischvölker, wo eben nicht so viel Innovatives passiert, aber es gibt eben wenige, ne? Und dazu zähle ich eben erstens die Ostasiaten, zweitens die Indogermanen und drittens die aschkenasischen Juden, die plötzlich ganz viel Bedeutung hatten. Und das muss man alles nochmal irgendwie gedanklich einsortieren, wie das zu verstehen ist und wie man das dann auch auf die Gegenwart und Zukunft extrapoliert. Muss es nochmal eine Vermischung geben, damit es eine neue genetische Anpassung an künftige gesellschaftliche Entwicklung geben wird oder nicht? Die Frage ist für mich ganz offen. Habe ich keine abschließende Antwort drauf. Also genetisch sind Germanen und Slawen fast identisch. Ja, kann man sich in den genetischen Studien angucken, Germanen und Slawen. Also es gibt slawische Völker oder die im Baltikum, die Völker, also Letten, Litauer und Esten, die sind genetisch, haben noch einen höheren Indogermanenanteil als viele indogermanische Völker, die hohe, große kulturelle Leistungen hervorgebracht haben, also wie die Franzosen oder die Italiener. Und das wirft auch viele Fragen auf, habe ich auch einen Blogartikel darüber geschrieben. Die Mykener und Minoer waren keine Indogermanen. Naja, die haben indogermanische Anteile, aber in der Genetik hat man bisher noch ganz wenig die Gene der Steppenvölker gefunden. Auch bei den Hethitern nicht. Und das hat sehr viel Erstaunen hervorgerufen. Aber es kann ja sein, dass diese Eliten so dünn waren, die da die indogermanische Sprache eingeführt haben. Oder es gibt sogar Sprachen, die haben sich ohne die beteiligten Gene ausgebreitet. Ja. Also zum Beispiel in Indonesien, in Polynesien, da sprechen heute Völker Sprachen von Völkern, die inzwischen ausgestorben sind. Also die Polynesier, die ursprünglichsten Polynesier stammen ja aus Taiwan und die haben die austronesische Sprache mitgebracht. Die Sprache gibt es dort immer noch, aber die Gene dieser austronesischen Völker, die man archäogenetisch feststellen kann, sind völlig ausgestorben. Das heißt, Sprachen können weiterleben, obwohl das genetische Substrat der ursprünglich Sprechenden völlig
weg sind. Und sowas kann natürlich auch vorkommen. Das kann, ja, also da gibt es eben sehr, Humanevolution hat sehr viele unterschiedliche Dinge. Ja, freut mich auch, Rustag. Ich muss auch zu Ende machen. Kannst du nochmal den Artikel verlinken, wo das Bildnis der Indogermanen zu sehen ist? Ja, das mache ich gerne. Den habe ich hier sogar offen. Augenblick. Ja, man ist ein bisschen enttäuscht, dass die Indogermanen sich so schlecht dargestellt haben. während man ja weiß, dass der Bronzeschmuck und so und die Waffen, die waren ja schon viel, viel toller entwickelt. Sieht sehr primitiv aus, aber das ist eben Geschichte. So ist eben Geschichte. Und das muss man eben in sein Weltbild einordnen. Gut, da sich Herr Rustag verabschiedet hat, bin ich sowieso eine Minute fünf, das reicht ja jetzt erstmal. Ich wünsche euch ein schönes Restwochenende und werde jetzt erstmal meine Kehle schonen. Plattdeutsch stirbt aus. Ja, na, ich habe keine große Beziehung zum Plattdeutschen, aber ich finde viel bedauerlicher, dass zum Beispiel der ostpreußische Dialekt ausstirbt. Der ostpreußische Dialekt, der finde ich, zudem habe ich eine sehr besondere Beziehung. Ich war mal in Ostpreußen und habe da noch Einheimische getroffen. Und also das ist sehr erschütternd, wenn man diese Sprache hört. Gut, alles Gute, tschüss. Möchtest du den Stream wirklich beenden? Ja, möchte ich.